Zehntens, was wir essen sollten. Die derzeitigen Wissenschaften der Medizin und Hygiene haben keine Fortschritte gemacht bei der Beantwortung der Frage, was soll ich essen? Die Auseinandersetzungen zwischen den Vegetariern und Fleischessern, den Verfechtern der gekochten Nahrung und denen der Rohkost und verschiedener anderer theoretischer Richtungen scheinen endlos zu sein. Und durch die aufgehäuften Berge von Beweisen und Argumenten für und gegen jede spezielle Theorie ist es klar, wenn wir von diesen Wissenschaftlern abhängen, dass wir nie wissen werden, was die natürliche Nahrung des Menschen ist. Wenn wir uns von den ganzen Kontroversen abwenden, werden wir die Frage der Natur selbst stellen und wir werden finden, dass sie uns nicht ohne Antwort gelassen hat. Auf die Frage, was wir essen sollten, ist die Antwort einfach. Ist das, was die Natur zur Verfügung stellt. Die eine Lebenssubstanz, von der alle Dinge geschaffen werden, hat einen Überfluss an vollkommenen Nahrungsmitteln für jede Person und an allen Orten zur Verfügung gestellt, wo Menschen leben können, und hat jeder Person die physischen und geistigen Fähigkeiten gegeben, um zu wissen, welche Nahrungsmittel sie essen und wie und wann sie diese zu sich nehmen sollte. Wann auch immer Leute versucht haben, die Natur zu verbessern, ging es schief. Die Menschheit weiß noch nicht genug, dass es nicht schief gehen kann. Die Natur ist die physische Form der einen lebenden Substanz, die entsprechend der Regeln dieser einen lebenden Substanz und mit ihrer Energie funktioniert. Die Natur stellt jeder Person genau das zur Verfügung, was für ihre vollkommene Gesundheit erforderlich ist. Die große Intelligenz, die in allem ist und durch alles hindurchgeht, hat in Wirklichkeit die Frage praktisch entschieden, betreffs dessen, was wir essen sollen. In der Einrichtung der Angelegenheiten der Natur hat sie entschieden, dass des Menschen Essen gemäß der Zone sein soll, in der er lebt. Diese Nahrungsmittel sind am besten für die Anforderungen des Klimas geeignet. Dies sind die Lebensmittel, die am frischesten sein werden, wenn eine Person sie isst, weil sie am meisten mit der Lebenskraft der einen lebenden Substanz gefüllt ist. Durch Erwerb dieser Lebensmittel kann eine Person in nächster Verbindung mit dem Prinzip des Lebens sein, das sie schuf. Deshalb muss sich ein Mensch nur selbst fragen, welche Nahrung wächst und lebt, wo er lebt. Wie soll eine Person wissen, welche dieser Lebensmittel sie essen soll, gemäß ihrem Alter, Geschlecht, Herkunft, Gesundheitszustand, wenn sie der Kälte ausgesetzt ist, sowie bei physischen und geistigen Aktivitäten? Wieder sehen wir, dass die große Intelligenz, die in der Natur agiert, auf die Frage antwortet. Sie stellt eine Vielfalt von Lebensmitteln in jeder Zone zur Verfügung und versieht den Menschen mit Hunger und Geschmack. Ein Mensch braucht Essen als Rohstoff für das Prinzip der Gesundheit in seinem eigenen Körper, um die Bereitstellung von Energie, Wärme, Verteidigung, Gewebereparatur und Wachstum zu regeln. Er braucht Protein, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Minerale. Diese werden gefunden im Fleisch, der Milch, dem Blut, den Eiern, den Knochen und den Organen von Wasser- und Landlebewesen
sowie in Wurzeln, Stängeln, Blättern, Blüten, Samen, Körnern, Nüssen, Früchten der Land- und Wasserpflanzen. Die große Intelligenz führt die Masse von Leuten, um Wege zu entdecken und bereitzustellen, diese Nahrungsmittel in Harmonie mit der Natur zuzubereiten. Des Menschen eigenes Prinzip der Gesundheit regelt seinen Hunger und Geschmack auf die speziellen Nahrungsmittel, die seine Bedürfnisse erfüllen werden. Auf alle verschiedenen Arten ist Nahrung bereitgestellt, aber wie soll ein Mensch die richtige erkennen? Er soll beim Beschaffen und Zubereiten seiner Nahrung mit der Natur zusammenarbeiten. Es passiert nur, dass es schief geht, wenn die Leute gegen die Natur arbeiten. Um diesen Punkt zu illustrieren, lass uns die Gesundheit von Leuten vergleichen, die in Zusammenarbeit mit der Natur und von derselben Leuten, die gegen die Natur arbeiten. In jedem Klima gibt es Stämme, die über tausende von Jahren die Weisheit der Natur und die besten Arten erlernt haben, die Nahrungsmittel des Gebiets in vollkommener Harmonie mit den Jahreszeiten und Zyklen der Natur zu sammeln, zuzubereiten und zu essen. Die vollkommene Gesundheit dieser Leute stellt ein leuchtendes Beispiel dar, was an physischer Kraft und Ausdauer, vollkommenem Augenlicht und kerngesunden Zähnen, Langlebigkeit, Geschick und Gewandtheit, geistiger Entwicklung, Moral und insgesamt Wohlbehagen möglich ist. Außerdem haben sie die Geheimnisse der gesunden Fortpflanzung und Aufzucht von Kindern gelernt, sodass es nicht nur glückliche, gesunde Kinder gibt, sondern auch die Abwesenheit asozialen Verhaltens. Welche Geheimnisse des Essens ergeben sich nun von diesen vollkommen gesunden Leuten? Sie essen nur Nahrungsmittel, die in der Natur vorkommen oder einfach aus diesen hergestellt werden können. Sie essen nur die besten Lebensmittel und Teile von Lebensmitteln mit dem größten Nährwert. Sie essen sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel. Viele Lebensmittel, sowohl von pflanzlichen als auch tierischen Quellen, werden roh gegessen. Von wilden Tieren sind Knochen und Organe ebenso wichtig und häufig mehr bevorzugt wie Muskelfleisch. Von Haustieren wird frische Milch und in einigen Fällen sogar Blut genommen. Wenn Milchprodukte verwendet werden, werden sie aus der Milch von ganz gesunden Tieren gemacht, nachdem sie gut mit neu gewachsenen Frühlingsgräsern gefüttert worden sind. Käse, Butter und andere Milchprodukte, die für späteren Gebrauch gelagert werden können, werden von dieser Milch gemacht. In den anderen Jahreszeiten werden die Tiere mit Heu höchster Qualität gefüttert. Für einige Gruppen sind Insekten, sowohl in Erwachsenen- als auch in Larvenstadien, wichtige Nahrungsquellen, sogar dort, wo andere tierische Nahrungsmittel verfügbar sind. In Zonen der Meeresnähe sind Lebewesen aus der See die Quelle tierischer Nahrung. Fischeier sind eine reiche Quelle von Nährstoffen. Wo sie nicht ganzjährig verfügbar sind, werden sowohl das Fleisch als auch die Eier des Fisches für den Wintergebrauch auf eine Art getrocknet, die den Nährwert erhält und vergrößert. Pflanzennahrung wird reichlich während der Jahreszeit gegessen, in der sie wächst und reift. Wo sie nicht ganzjährig wächst, wird einiges für den Wintergebrauch auf eine Art aufbewahrt, die ihre Nährstoffe erhält. Süße Nahrungsmittel aller Art
werden nur sparsam bei speziellen Anlässen gegessen. Raffinierter Zucker wird gänzlich gemieden, ebenso alle Nahrungsmittel, die mit raffiniertem Zucker hergestellt sind. Für Kultivierung von Pflanzen verwendetes Land wird reichlich mit natürlichen Substanzen gedüngt und es werden Perioden eingehalten, in denen es brach liegt. Körner werden ganz gegessen oder sogar vor dem Gebrauch gemahlen. Das komplette Korn wird verwendet. Frauen werden etliche Monate mit besonders hohen Nährstoffen vor der Heirat und Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und Stillzeit versorgt. Nach der Geburt wird die Mutter 3 Jahre sorgfältig in regelmäßigen Abständen abgesondert, um ihr Kind zu stillen und dann ihren Körper in Vorbereitung auf die nächste Schwangerschaft zu regenerieren. Junge Männer werden ebenfalls mit besonders hohen Nährstoffen in Vorbereitung auf die Kindeszeugung versehen. Kinder werden gestillt und dann mit hochnahrhaften Lebensmitteln für ihr Wachstum versorgt. Es gibt Zeiten natürlicher Reduzierung bei der Lebensmittelversorgung und Zeremonien, wenn die Leute weniger oder überhaupt nicht essen. Die Leute nehmen aktiv am physischen Geschehen von Wachsen, Sammeln, Jagd und Zubereitung ihres Essens teil. Sie haben gemeinschaftliche Zeremonien und Feste der Dankbarkeit. Dies sind die Methoden der gesündesten Leute der Erde. Was geschieht, wenn dieselben Leute ihre Weise zu leben und zu essen aufgeben und ihre Lebensmittel durch unnatürliche Nahrungsmittel ergänzen? Sie entwickeln Krankheit, Missbildung, Elend und asoziales Verhalten. Was sind die unnatürlichen Nahrungsmittel, die diese Auswirkungen verursachen? Es sind raffinierte und konservierte Nahrungsmittel, aus denen das natürliche Leben entfernt wurde oder verloren ging, oder Zucker und Aromastoffe hinzugefügt sind, um die Abwesenheit von Nährstoffen zu verbergen. Sie sind so alte Nahrungsmittel, dass keine Lebenskraft in ihnen bleibt. Sie sind Nahrungsmittel von ungesunden Pflanzen und Tieren, deren Lebenskraft den Stempel von Schwäche oder Krankheit trägt. Was für vollkommene Gesundheit gebraucht wird, ist lebendige Nahrung, übersprudelnd von Lebenskraft, die gemäß den Methoden gesunder Leute gegessen wird. Wie soll der moderne Stadtbewohner diese lebendige Nahrung erwerben und diese Methoden in sein Leben einbeziehen? Zuerst ist zu bedenken, dass er die Naturnahrung essen soll, die in der Zone angeboten wird, in der er lebt. Er muss sich nach dem Prinzip des Lebens ausrichten, und zwar mit Dankbarkeit, dass es Essen im Überfluss für alle gibt und dem Vertrauen, perfekt zu den besten in seinem Gebiet verfügbaren Quellen geführt zu werden. Vollkommene Gesundheit verlangt eine Beziehung zur Quelle aller Nahrung mit Glauben, Dankbarkeit und Freude. Nahrung muss mit der Einstellung von mehr Leben für alle und weniger für keinen geerntet werden. Ein Mensch muss entweder lernen, anzubauen und zu sammeln, Tiere zu züchten, zu jagen und zu angeln oder diejenigen finden, die es tun. Wenn er seine eigene Nahrung nicht direkt aus der Natur beschafft, muss er eine freundliche Beziehung zu denen pflegen, die es tun. Er kann dann bewusst wählen,
sich mit denen zu befassen, die in Harmonie mit der Natur arbeiten und Dankbarkeit sowie Weisheit praktizieren. Eine Person, die nicht weiß, wie man einen Bauern oder Jäger ausfindig macht, der nach den Naturgesetzen Nahrung produziert und beschafft, kann durch diese einfachen Konzepte geführt werden. Auswahl deiner Lebensmittellieferanten. Erstens: Der Lebensmittellieferant ist gesund, glücklich und großzügigen Geistes. Zweitens: Er verwendet keine Gifte jeglicher Art in der Produktion von Lebensmitteln. Drittens: Wenn er Tiere züchtet, sind sie gesund und werden mit Güte, Rücksicht und Dankbarkeit behandelt. Sie werden nur mit bestem Futter für ihre Gesundheit gefüttert und nicht für anormales Wachstum oder die Nahrungsmittelproduktion. Sie werden nicht unter ungesunden Bedingungen eingesperrt, sondern ihnen wird Freiheit gegeben, dass sie umherwandern können und nur für ihren Schutz in den Stall kommen. Viertens: Wenn er angelt oder jagt, fängt oder tötet er See, Fluss, Land oder Seelebewesen in ihrer natürlichen Umgebung. Er verwendet Mittel, die das gesunde Überleben aller gefangenen Arten sichern, ob sie gegessen werden oder nicht. Fünftens: Wenn er das Feld bestellt, verwendet er nur gesunden, lebenden, durch vorherige Gifte unverseuchten Boden. Er regeneriert das Leben des Bodens, dass seine Ernte an natürlichen Nährstoffen reich ist. Seine Ernte und sein Boden sind so gesund, dass sie keine Schädlinge anziehen, und er baut auf solche Weise an, dass Vögel und andere Kreaturen, die die Insekten auf seiner Farm fressen, unversehrt bleiben. Jedes Wasser, das von seinem Land herunterläuft, enthält keine Chemikalien, die jedem anderen Teil des Lebens schaden würden. Dies sind die Kennzeichen der Person, die die Naturgesetze in der Produktion und Beschaffung von Nahrung kennt. Du musst auch wissen, wie man die richtigen Leute bestimmt, mit denen du dich für alle anderen Schritte verbündest, um dein Essen zu beschaffen. Verkehre nicht mit jemandem bei der Nahrungsbeschaffung, der von Krankheit, Angst oder Mangel irgendeiner Art spricht. Pflege nur Umgang mit denen, die dankbar und freudig die lebensspendenden Qualitäten der Nahrung schätzen, die glücklich sind, sie anzubauen, zu ernten, zuzubereiten, zu versorgen, zu essen und zu wissen, dass es einen Überfluss der besten Nahrung für alle gibt. Das ist wichtig, wenn du mit jemandem umgehst, der dir Land für Ackerbau verkauft oder einem Bauern, Metzger, Fernfahrer, Lagerangestellten, Koch oder Kellner in einem Restaurant. Du darfst keine Lebensmittel essen, die nachlässig erzeugt, transportiert oder auf irgendeine andere Art behandelt wurden, wie wertvolle, lebensspendende Substanzen. Es ist leicht durchzuführen, wenn du derjenige bist, der die Nahrung von seiner natürlichen Quelle beschafft, oder wenn du in direkter und harmonischer Beziehung mit denen bist, die das tun. Der Stadtbewohner, der denkt, es sei zu schwierig oder zu teuer, um Essen auf diese Weise zu beschaffen, braucht nur nochmal die Wissenschaft des Reichwerdens zu überdenken. Alle seine Zweifel werden dort beantwortet. Er wird auf die richtige Weise geführt, das ganze Geld zu erwerben, das er will, und alle anderen Mittel für sich selbst anziehen, die er begehrt. Sobald ein Mensch mit einer Vielfalt lebendiger Nahrung beliefert wird,
von der er auswählen kann? Wie soll er wissen, was zu einer gegebenen Mahlzeit zu essen ist? Hier ist die einzige erforderliche Richtlinie. Iss, was dein Körper will. Dein Körper will, was das Prinzip der Gesundheit verlangt, um vollkommene Gesundheit zu schaffen. Was dein Körper will, wird sehr einfach bestimmt. Der Gedanke ans Essen, wenn du aufrichtig Hunger hast, ist ein Appell. Der Geschmack des Essens, wenn du es kaust, ist angenehm. Nach dem Essen fühlt sich dein Körper gekräftigt und zufrieden. Es gibt keine Schläfrigkeit, Reizbarkeit, Verstopfung, keinen Schmerz oder kein Unbehagen irgendeiner Art. Von dem Moment an, wenn du erst am nächsten Tag zu essen beginnst. Dein Gefühl des Wohlbefindens wirst du über eine Periode von Tagen, Wochen und Monaten beibehalten. Das ist so, wie du weißt, weil du die richtigen Lebensmittel isst. Dann wirst du nicht den kleinsten Gedanken brauchen, was du essen oder nicht essen sollst. Du wirst die richtigen Lebensmittel wollen. Das Prinzip der Gesundheit in deinem eigenen Körper wird dich führen, genau zu wissen, was du essen, ebenso sicher, wann du essen sollst. Wenn du nicht isst, bevor du einen verdienten Hunger hast, wirst du keinen Geschmack an unnatürlichen oder ungesunden Nahrungsmitteln finden. Wenn du deine Nahrungsquelle mit Freude und Dankbarkeit assoziierst, wird sich dein Verlangen weiter vergrößern, nur das zu essen, was natürlich und gesund ist. Wenn eine Person faul wird und sich erlaubt, durch Geschmack und Bequemlichkeit verleitet zu werden, anstatt der großen Intelligenz zu folgen, mit der er beschenkt ist, wird er den Preis verminderter Gesundheit bezahlen. Wenn du lernst, mit der Natur zusammenzuarbeiten, wirst du wollen, was gut für dich ist, und du wirst essen, was du brauchst. Du wirst das mit vollkommenen Ergebnissen tun können, wenn du auf die richtige Weise isst. Und wie man das tut, wird im nächsten Kapitel erklärt.